Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, von dem ich nicht gedacht hätte, dass wir dieses Video drehen. Ich habe nämlich gestern überraschenderweise Post bekommen mit einer neuen Make-up-Kollektion und ihr könnt es im Titel schon lesen, Catrice hat sich mit einer Influencerin zusammengetan und eine komplette Kollektion rausgebracht. Und ich bin extrem überrascht gewesen, weil ich davon gar nichts mitbekommen habe und ich freue mich, weil das sieht so schön aus, was wir hier haben. Bevor es losgeht, erstmal herzlichen Glückwunsch, Jenny. Das ist eine super coole Sache. Ich freue mich, dass du in der Catrice Family auch bist. Und wir haben 4 verschiedene Produkte. Ich habe gestern das PR-Paket bekommen. Das sah einmal so aus. Total schön, Pampasgras, Beige, Roségold. Liebe ich. Heute testen wir die Produkte aber und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nicht, mir bedeutet es die Welt. Und wir wachsen gerade ziemlich gut wieder. Ich freue mich. Vielen Dank. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Ich zeige euch erstmal die Produkte. Wir haben eine Lidschattenpalette mit 6 verschiedenen Farben. Und als ich die PR-Box aufgemacht habe, war ich richtig überrascht, weil ich so ein Design noch nie gesehen habe. Das ist so gefrostetes Plastik. Das Design, dieses X gefällt mir gut, Catrice und Jenny Eyeshadow Palette. Die ist vegan und hat 6 Farben drin. Und wir haben 3 Matts und 3 Schimmertöne und ich liebe die Farbauswahl. Bei 6 Farben ist es natürlich immer super schwierig, die richtigen Farben zu finden. Und ich finde, sie ist vom Stil auch eher so ein bisschen in den wärmeren Tönen. Und das sieht richtig schön aus. So eine Verpackung gefällt mir gut. 6 Farben reichen auch völlig aus. Ich finde, wir müssen so ein bisschen wegkommen von diesen 36 Lidschattenpaletten, weil wir benutzen die Farben nicht. Und wenn wir eine Lidschattenpalette haben, mit der wir schöne Looks schminken können, die wir jeden Tag benutzen, ist das was Schönes. Hier ist übrigens auch ein Duochrome Tone mit drin. Das ist die Farbe Offshore. Ich swatche ihn euch einmal ganz kurz. Butterweich. Reflektiert so ein bisschen grünlich und sieht richtig schön aus. Wow, wie so ein Topper. Ich bin richtig gespannt. Wir haben nämlich auch noch ein Creme Blush und ein Lip Liner und einen Lippenstift in einem Lip Kit, Freunde. Ich mache einmal die Base rauf. Ich habe eine neue Foundation, die ich euch noch nicht zeigen kann. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich mache einfach mal meine Foundation im Schnelldurchlauf mit euch und dann geht's weiter. Alright, schaut euch bitte einmal diesen wunderschönen Glow auf der Haut an. Die Foundation zeige ich euch nächste Woche. Vielleicht habe ich sie euch auch schon gezeigt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber wir testen diesen Cream Blush. Erstmal Farbe, aktuell meine absolute Lieblingsfarbe. Wobei Pink im Moment auch ziemlich nice ist. So eine Mischung aus Beige und Pink. Wir haben einen Liquid Blush. Der ist vegan und soll in der Farbe Karma sein. Kommt in dieser Quetschtube, finde ich sehr praktisch. Und wir haben, schöne Farbe. Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Das ist so ein Korallton, recht heller Ton. Ich gehe einfach mal mit einem Blush-Brush hier rein, lade den Pinsel gut auf, dass ihr wirklich viel Produkt am Pinsel habt. Und dann setzen wir uns den einfach mal hier oben rüber. Pigment ist sofort da. Eine wunderschöne Farbe. Ich hatte kurz Angst, dass er vielleicht zu hell sein kann. Aber ihr seht ihn. Also das ist, der hat kein Glitzer mit drin. Also wenn ihr auf matte Blushes steht, dann könnte das was für euch sein. Eine wunderschöne Farbe. Wow. Ich finde es schön, muss ich sagen, ich habe es neulich auch bei Merve gesagt, dass es mit den Influencer-Kollaborationen jetzt nicht nur ein Produkt gibt, sondern auch komplette Kollektionen. Ich finde, da sieht man dann einfach nochmal viel mehr Kreativität, als wenn man nur eine Lidschattenpalette hat. Deswegen freue ich mich, dass es mittlerweile auch diese Kollektion gibt. Farbe gefällt mir richtig gut, sieht super frisch aus und den kann ich mir gut als Lippentopper so ein bisschen vorstellen. Wir haben aber was anderes für die Lippen. First Impression, super schöne Farbe. Nicht zu doll. Ich kann ihn mir auch noch aufbauen. Ihr seht, ne, man kann ihn so ein bisschen ausblenden und dann hier auch noch aufbauen. Und dann habt ihr wirklich einen super schönen Effekt auf der Haut. Ihr seht das Ganze nochmal von Namen. Eine sehr schöne Farbe kann ich mir gut für den Frühling vorstellen. Ich mache mal schnell ein bisschen weiter. Benutze ein bisschen Concealer. Und sette das Ganze dann mit ein bisschen Puder. Base gefällt mir richtig gut. Schön frisch, schön glowy. Ich habe kaum Puder benutzt und bin dann eben nochmal mit so ein bisschen Blush hier einfach rübergegangen, um das, was ich mit dem Concealer abgedeckt habe, wieder ein bisschen aufzubauen. Sehr schön. Auch hier so um den Mund herum oder
Punktuell hier auf der Stirn trage ich ja auch immer ganz gerne Blush. Jetzt kommen wir aber zu dieser Lidschattenpalette. Wir haben, wie gesagt, 6 Farben mit drin, einen schönen hellen Beige-Ton, einen etwas kühleren Rotton und einen Braunton. Die Farbe Self Love habe ich so selber auch noch nicht gesehen. Wir schminken heute ein sehr Herbst und ich starte mit diesem Rot. Ich probiere so viele Farben, wie es geht, in diesen Look zu bringen und setze mir die hier außen schon mal hin. Oh, Pigment ist da. Ja, krass, die ist also wirklich super, super kühl. Das ist nicht so ein warmes Rot, sondern ein sehr reduzierter Ton. Gefällt mir sehr gut von der Farbe. Ich gehe nur ganz leicht hier rein und blende schon mal so ein bisschen aus. Ich probiere gerade so ein bisschen anders zu arbeiten. Kleiner Tipp, wenn ihr ein Giacomo-Mop habt von mir, könnt ihr den Pinsel nehmen und einfach so ein bisschen hier rauf gehen und dann ist der Pinsel mehr oder weniger wieder sauber, sodass ihr mit einer anderen Farbe weiterarbeiten könnt. Ich nehme denselben Pinsel, gehe jetzt in die Farbe Road Trip und das sind ja so Farben, die mag ich persönlich total gerne. Und die blende ich mir hier oben rüber. Schöne Farbe. Ich dachte kurz, dass sie vielleicht zu hell sein könnte, weil sie im Fännchen recht hell aussieht. Aber auf den Augen oder auf der Haut, in Verbindung vor allem mit diesem Rot, super, super schöne Farbe. Ich nehme dann einen großen, fluffigen Pinsel und gehe nochmal so ein bisschen in die Farbe und blende dann hier oben einfach lang. Ich probiere wirklich im Moment mein Augenlid so zu nutzen, wie es für mich vorteilhaft ist. Ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen mitgespielt und geschaut, was habe ich gelernt mit YouTube. Ich habe ja Make-up mit YouTube selber gelernt. Passt das überhaupt zu meinen Augen? Und ich habe festgestellt, das passt nicht. Also klar, ich nutze den Platz, den ich irgendwie mir künstlich mit Wimpern, Augenbrauen abrasieren und dann neu malen, nutze ich aus. Aber das ist ja so nicht in Anführungszeichen vorgegeben gewesen. Und ich probiere jetzt wirklich den Platz, den ich habe und den ich vorgegeben habe, naturbedingt, besser auszunutzen. Und ich finde, dass es besser aussieht, wenn ich nicht den dunkelsten Punkt hier hinten hinsetze, sondern ein bisschen weiter zentral, weil mein höchster Punkt der Augenbraue ist ja auch hier. Also probiert mal aus in den nächsten Tagen, wenn ihr euch schminkt, einfach mal anders zu schminken und nicht so, wie ihr es immer macht, sondern wirklich nach Platz zu schminken und nach, wie passt das zu euren Augen. Sehr, sehr schöne Farben. Gefallen mir gut. Ich habe euch gleich nochmal ein Stückchen näher rangeholt, dass ihr das Ganze auch sehen könnt. Ich sehe gerade, mir fehlt was in meiner Augenbraue hier hinten. Besser. Es ist noch sehr früh, es ist 7.20 Uhr. Okay, also die Farben gefallen mir gut. Ich blende jetzt hier einfach noch aus und gehe nochmal so ein bisschen in die Farbe Self Love. Ich finde, die Palette liegt extrem gut in der Hand. Also was ich bei manchen Paletten generell, ist mir das aufgefallen, habe ich euch neulich schon gesagt, bei vielen Lidschattenpaletten aktuell, die werden immer größer, immer schwerer, immer doller. Aber im Alltag ist das halt recht unpraktisch. Mit der einen Hand halte ich die Palette, mit der anderen Hand halte ich den Pinsel und einen Spiegel habe ich vor mir stehen. Sehr, sehr schöne Farbe. Im Prinzip könnte man jetzt so schon rausgehen, vielleicht noch einen Schimmerton mit drauf oder einen hellen, matten Ton aufs bewegliche Lid. Wir sind aber bei mir und wir wären nicht bei mir, wenn wir nicht weitermachen würden. Dafür nehme ich mich hier einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Grounded. Das ist ein kühler, brauner, matter Ton und der ist auch wirklich, wirklich kühl. Krass, das ist so schön mal zu sehen, dass es halt nicht immer nur dieses braun, warm, rot ist, sondern dass auch jetzt so ein bisschen der Trend vielleicht zu kühleren Farben geht. Gefällt mir gut. Und die Farbe blende ich aus mit dem fluffigen Pinsel von eben, einfach, dass ich hier nur so ein bisschen mehr Tiefe habe. Ich weiß ja mittlerweile, wie es so ein bisschen ist, wenn man so eine Palette zusammen entwickelt. Und man möchte ja etwas erschaffen, was man selbst als dessen Namen draufsteht, gerne benutzt und alltäglich benutzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau ihre Farben sind, die sie super, super gerne benutzt. Und das ist halt, es muss halt nicht immer dieses extrem pigmentiert, in Anführungszeichen, von dunkel, 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 sondern die Farben sind ja von sich aus schon reduziert, dadurch, dass sie nicht so leuchtend sind, sondern eher so ein bisschen kühler und matter sind. Und das gefällt mir persönlich ganz gut und ich verstehe es auch. Ich swatche euch einmal ganz kurz die anderen Schimmerfarben. Die sind auch sehr cremig. Einen etwas helleren Champagnerton und einen dunkleren Bronzeton. Ich würde jetzt typischerweise mit diesem Ton hier raufgehen. Super schöner, simpler, erwachsener Look. Ich gebe mir den mal als Grundlage hier hin. Und dann nehmen wir meinen Finger und ich gehe nochmal in die Farbe Offshore. Das ist halt die krasseste Farbe überhaupt. Wow! Vor allem in Kombination mit diesem Gold da drunter scheint so ein bisschen das Gold durch. Passt A einmal natürlich sehr, sehr gut zu den anderen Farben und das ist nicht so ein Neongrün, sondern je nachdem, wie das Licht fällt, seht ihr, hier ist es ein bisschen güldener, hier ist es wesentlich grüner.
Love it. Wow, wunderschöne Farbe. Ich nehme mir einen kleinen Pinsel, gehe noch immer in die Farbe Offshore und platziere sie hier vorne etwas präziser und ziehe mir damit dann die Cut Crease, um einfach so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Man kann viel mit den Fingern machen und das eignet sich bei solchen Farben. Die ist halt auch extrem weich, immer sehr gut mit dem Finger zu arbeiten. Aber so eine Cut Crease ziehe ich dann lieber mit einem Pinsel und dann braucht man keinen Concealer. Wunderschöne Farbe. Als Inner Corner Highlight gehe ich in die Farbe Cellini und setze mir die auch so ein bisschen an den höchsten Punkt meiner Augenbraue. Okay, so seht ihr das Ganze nochmal auf die Entfernung und je nachdem, wie ich mich jetzt bewege, wow, das ist so eine wunderschöne Farbe. Ich glaube, es kommt in der Kamera gar nicht so rüber, weil das sieht wirklich aus so wie flüssiges, grün-goldenes Metall und es passt halt so zu jeder Augenfarbe einfach. Freunde, wir haben noch ein weiteres Produkt. Ich mache mir aber vorher einmal Mascara rauf. Ich benutze jetzt hier einfach eine, die hier gerade so rumliegt. Wir benutzen das Lip Kit und das fand ich auch eine sehr schöne Sache. Wir haben einen Lip Liner in der Farbe Nougat. Das ist so ein recht, schöne Farbe. Ein ganz toller, kühler Braunton. Und wir haben einen Lippenstift und ich persönlich mag es ja, wenn die Lippenstiftfarbe heller ist als die Lip Liner Farbe. Ich swatche euch aber auch einmal hier kurz die Farbe. Sehr cremig und passt natürlich farblich perfekt zu dem Lip Liner. Ich trage erstmal den Lippenstift auf, dass ihr die Farbe sehen könnt. Hat jetzt auch keinen Duft. Schöne dunkle Farbe. Sehr glossy vom Finish her. Also es ist kein matter Lippenstift. Aber ich mache die Farbe immer kurz ab. Gehe mit dem Schwamm einmal hier rüber. Dann nehme ich die Lidschattenpalette, gehe in diesen Schimmerton auf mein Lippenherz. Es gibt nicht zu viel Lippenherz-Highlight. Niemals. Und damit gehe ich einmal komplett über meine Lippe. Und jetzt probieren wir mal den Blush Cute. Und so haben wir eine etwas hellere, matte Lippe. Gefällt mir auch super gut. Hat sehr schön funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht von diesem Augenlook. Ich habe erst als ich die Lidschattenpalette gedacht habe, so, ist simple everyday Make-up, aber alleine diese grüne Farbe in dieser Palette macht das Ganze so besonders und so vielseitig. Man kann neutrale Looks mit dem hellen Champagner und dem dunklen Goldton schminken. Der Lippenstift, super schöne Farbe. Ein bisschen rüber hier. Und dann habt ihr so einen richtig zarten Lippenton. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Jenny. Herzlichen Glückwunsch, Catrice, zu dieser sehr gelungenen Kollektion. Blush hat mir fantastisch gut gefallen. Ich setze euch die Links immer unten in die Infobox. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.